In diesem Video möchte ich euch ein neues Netzwerk vorstellen. Das ist diesmal Twerion.net. Damit und ganz herzlich willkommen an alle und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch ein neues Netzwerk vorstellen. Das ist diesmal Twerion.net. Meiner Meinung nach ein klasse Server zum Spielen, zum Suchten. Und wenn wir auf diesen Server joinen, das ist Twerion.net, dann sehen wir hier erstmal einen schönen Spawn, der relativ gut gebaut wurde. Wir sehen hier auch, dass sich relativ viel Mühe gegeben wurde mit der Twerion-Schrift. Darüber hinaus haben wir hier eine Actionbar, Items im Inventar, dann haben wir hier NPCs, welche ein bisschen Werbung machen für deren Social Media, sonstiges. Dann, wenn wir den Kompass hier öffnen, sehen wir hier erstmal einige Modi wie Bad Wars, Sky Wars, Fast Builder, OP PvP, GTA, was ich richtig cool finde. Dann Fall Down, Skyblock, Sky PvP, Prison, der Spielmodus ist gerade offline. Dann haben wir einmal Factions, Creative, City Build. Und dann haben wir hier noch eine kleine Werbung für den Online-Shop und somit auch noch den Spawn. Wenn wir uns zum Spawn teleportieren und gerade ausschauen, dann sehen wir hier einige NPCs, die uns auch direkt zu diesen einzelnen Spielmodi weiterleiten können. Wir haben hier zum Beispiel Skywars NPC, Fastbuilder NPC. Also wir haben von allen hier einen NPC da, was ich richtig cool finde. Und wenn wir uns mal ein bisschen im Spawn hier bewegen, dann sehen wir hier auch, dass er relativ groß ist und auch schön gebaut wurde hier so mit diesen ganzen Seetieren oder wie das auch heißt. Da haben wir hier in unserem Inventar einmal Overwatch Game History und hier können wir einmal die Replay History auflisten. Dann dauert das ein bisschen, dann können wir hier sehen, wann unsere Histories gespeichert wurden. Wir haben jetzt zum Beispiel einen vom 6.5.2017. Und dann haben wir noch Einstellungen in unserem Inventar und wenn wir die mal öffnen, dann sehen wir hier, dass wir die Spielersichtbarkeit einstellen können, indem wir einfach hier drauf drücken. Da haben wir das jetzt auf alle Spieler gemacht und wir sehen hier auch einige Spieler und wir können das Ganze jetzt auch verstecken und sehen auch gar keine Spieler mehr. Dann haben wir hier auch Partyanfragen, die wir aktivieren oder deaktivieren können oder auch nur von Freunden akzeptieren können. Da haben wir hier sogar einen Coinshop, was ich richtig cool finde. In diesem Coinshop kann man sich YouTuber-Köpfe kaufen von den beliebtesten YouTubern in der Minecraft-Szene. Darüber hinaus noch einige Gadgets, wie zum Beispiel Boots. Dann Haustiere, die finde ich auch relativ cool. Dann haben wir hier noch Partikeleffekte, die finde ich richtig klasse. Die sind auch nicht unbedingt so teuer, weil man auch relativ schnell Coins bekommt, sofern man halt gut suchtet. Dann haben wir hier noch ein Lobby-Item. Hier sehen wir halt Lobby 3 und Lobby 2 und halt noch die Silent-Lobby, auf die wir keine Berechtigung haben. Und dann haben wir hier noch unser Freunde-Inventar. Wenn wir das öffnen, sehen wir hier auch alle Freunde. Ich habe gerade leider keine, deswegen werden bei mir auch gar keine aufgelistet. Und wenn wir uns mal zu einem Spielmodus teleportieren, wenn zum Beispiel zu Bad Wars, dann sehen wir hier auch, dass wir gefühlt in einer anderen Map sind, weil das halt relativ groß ist und das auch meiner Meinung nach sehr schön aussieht. Darüber hinaus kann man auch die ganze Zeit in der Lobby fliegen. Das finde ich relativ cool, damit kann man ein bisschen mehr die Map erkunden. Und dann haben wir hier auch sogar noch in der Lobby unsere Statistiken aufgelistet. Unser Rang und dann halt wie viele Spiele wir gespielt haben und so weiter und so fort. Dann haben wir hier sogar noch ein cooles animiertes Item. Dann habe ich hier sogar einige NPCs, beziehungsweise Platz 1, die ich monatlich global. Finde ich richtig cool, dass wir uns auch umgesetzt haben mit hier. Dann haben wir hier noch sind, dann sehen wir hier auch, dass wir, wenn wir uns zum Spawn teleportieren, ein bisschen aufpassen, dass wir auch eine Actionbar haben. Mit der Actionbar sehen wir unsere Online-Zeit, dann halt die Werbung für das Forum und
America. Bis dann und tschüss.